Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Wundert euch nicht, ich bin ziemlich heiser. Mich hat die Erkältung richtig getroffen. Ich hoffe, es wird nicht noch schlimmer. Gucken wir mal, was wird. Ja, heute sprechen wir über Peter Klein und einer neuen Schlagzeile, denn angeblich soll seine Dschungelcamp-Teilnahme 2024 nun passé sein. Wir haben darüber ja schon in der Vergangenheit viel spekuliert und Peter Klein wurde ja als der heißeste Kandidat für 2024 gehandelt. Und jetzt scheint es wohl Tatsache zu sein, dass hier Insider verraten haben, dass das alles so nicht stattfinden wird und dass Peter Klein nicht in den Dschungel 2024 gehen wird. Wir werden mal gucken, was die Boulevardpresse dazu schreibt. Wir gucken uns mal an, welche Gerüchte es denn gibt und natürlich auch, wie andere darauf reagiert haben und natürlich auch eine Einschätzung meinerseits, der das alles jetzt seit Januar schon beobachtet, wie ich das alles sehe und was ich vermute. Mich begleitet heute der Katzenreporter, der Luke, und wenn ihr Lust habt und nichts mehr von Peter Klein verpassen wollt und auch über das Dschungelcamp alles erfahren wollt, dann fühlt euch herzlich eingeladen, mich, also diesen kleinen YouTube-Kanal, zu abonnieren. Ja, so wie ich es am Anfang des Videos schon gesagt habe, Peter Klein wurde ja wirklich schon seit, ich würde sagen, Sommer gehandelt für das Dschungelcamp 2024 und viele waren sich sicher, dass Peter Klein in das Dschungelcamp einziehen wird. Doch nun die ernüchternde Nachricht, zuerst von der Bild als Erstquelle und dann, ja, zog es sich wie so eine Seuche durch die Boulevardblätter und gestern haben dann irgendwann alle drüber berichtet und alle waren sich eigentlich einig, yo, das, was die Bild geschrieben hat, das stimmt. Entsprechend wird Peter Klein nicht teilnehmen. Es gab noch Promis und mehr, die haben noch mal eine andere Vermutung, da komme ich auch noch dazu und halt meine eigene Vermutung. Wir schalten einmal rüber zur Abendzeitung, die finde ich persönlich immer sehr angenehm, die hier sich auch geäußert hat. Ihr seht das schon gestern, 15. Oktober, 10 Uhr. Peter Klein, das nicht mehr so geheime Privatleben von Daniela Katzenbergers Stiefvater. Peter Klein durch seine vermeintliche Affäre mit Yvonne Wölke und den Rosenkrieg mit Ex-Frau Iris zum Gesprächsthema des Jahres mutiert. Jetzt ist der Stiefvater von Daniela Katzenberger Kandidat bei Promi Big Brother. Und das ist es. Ab dem 20. November könnt ihr Peter Klein auf Sat.1 bei Promi Big Brother sehen. Und ich denke mal, das wird der Grund sein, warum er sich das so ein bisschen mit dem Dschungelcamp vermutlich kaputt gemacht hat. So, ich habe jetzt einen Moment gesucht. Das war doch wirklich ein sehr langer Artikel. Das ist aber die entscheidende Stelle. Wegen Sat.1-Vertrag. Peter Klein hat das Dschungelcamp verbot. Mit seiner Teilnahme an Promi Big Brother baut Peter Klein auch seine Reality-Karriere weiter aus. Auch als Kandidat fürs Dschungelcamp käme Peter Klein für die Trash-TV-Fans in Frage. Anbieten würde es sich. Immerhin stahl der ehemalige Bodybuilder den diesjährigen Kandidaten bereits vom Hotel aus die Show und Ex Iris wagte sich 2013 schon in den australischen Dschungel. Jenny Frankhauser siegte im Jahr 2018. Doch Peter Klein wird vorerst nicht bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus dabei sein. Im geheimen Promi Big Brother Kandidatenvertrag soll es nämlich eine Klausel geben, die Peter Klein die Teilnahme am Dschungelcamp untersagt, wie Bild berichtete. Offenbar dürfen die Teilnehmer der Sat.1-Show für einen Zeitraum von 3, 4 oder 6 Monaten nicht in anderen Reality-Formaten auftreten, da Promi Big Brother im November startet und das Dschungelcamp bereits im Januar in die nächste Runde geht, bekommen die Fans den Schlager Fan wohl vorerst nicht in der australischen Wildnis zu sehen. Vielleicht kehrt Peter Klein ja 2025 nach Down Under zurück. Also, hier geht es ganz klar um den Promi Big Brother Vertrag und da soll wohl drinstehen, laut Bildinformation, wir werden uns das aber mal genauer angucken, was da drin steht, soll wohl drinstehen, dass man diese Sperrfrist hat. Das ist in Verträgen gar nicht mal so unüblich, muss ich dazu sagen. Das ist gar nicht so unüblich und es scheint hier so wohl zu sein. Ich werde jetzt mal eine kleine Stelle aus der Bild zitieren. Bitte denkt dran, das ist ein Bild Plus Artikel, entsprechend Bezahlschranke. Ich kann ihn euch nicht abbilden, aber ich kann daraus vorlesen. Und der entsprechende Satz ist hier: Doch jetzt kommt der nächste Hammer um den Sänger ans Tageslicht. Peter Klein darf gar nicht ins Dschungelcamp, wie Bild im bislang geheimen Kandidatenvertrag nachlesen konnte, dürfen alle Teilnehmer von Promi Big Brother für einige Zeit nicht an andere TVs teilnehmen. Und dann wird hier nochmal ganz klar das erklärt, was ich euch gerade vorgelesen habe und die Überlegung, warum das nicht
klappt. Ja, das wird jetzt für viele echt schade sein, weil viele denken, ah, okay, Peter hätte doch super in den Dschungel gepasst. Ich habe schon angedeutet, die Kollegen von Promis und mehr, die haben dazu eine andere Meinung, die werde ich mit euch auch nochmal ganz kurz teilen und dann sage ich euch meine Einschätzung, wie ich zu dem Thema stehe, und dann werden wir hier ein gemeinsames Fazit ziehen. Und zwar, wir gehen nochmal rüber zu Promis und mehr, die das Thema auch aufgefasst haben, und wir gehen mal in die entsprechende Stelle. Das ist ein Kommentar von der Autorin Sigrid Schulz selbst, deswegen spricht sie in der Ich-Form und wir zitieren: Ich glaube das nicht, schließlich wird jeder Vertrag einzeln ausgehandelt und Peter hat mit Egin Kömert einen Manager, den er sogar selbst als Freund bezeichnet, von dem er tatsächlich sagt, dass er ihn neben Yvonne Wölke am meisten im Big Brother Haus vermissen wird. Daher wird Egin ganz sicher Peters Vertrag so ausgehandelt haben, dass ihm im Fall der Fälle die Möglichkeit für einen Teilnehmer am Dschungelcamp offen bleibt und die Vertragspartner werden für Sonderwünsche offen gewesen sein. Schließlich haben Peter und seine Ex Iris Klein, die Mutter von Daniela Katzenberger, in diesem Jahr definitiv für die meisten Schlagzeilen gesorgt. Aufmerksamkeit für die neue Staffel ist durch Peter sicher gegeben. Das ist eine ganz andere Nummer, als wenn irgendein Bachelor-Kandidat oder eine Love Island-Kandidat mit einer langen Liste von Sonderwünschen kommt. Zitat Ende. Also Promis und mehr sieht das ein bisschen anders. Die glauben Tatsache an das Verhandlungsgeschick des Managers von Peter Klein und dass er das schon geregelt hat. Und ich bin mit Promis und mehr ja oft einer Meinung. In diesem Fall gar nicht. Ich glaube das auf keinen Fall. Aus dem ganz einfachen Grund, das Management von Peter Klein. Ich kann einfach nur Revue passieren lassen, was in den letzten Monaten alles so passiert ist. Und ich hatte das Gefühl, dass das Management von Peter Klein jetzt nicht die dicken Werbedeals für Peter hatte, keine dicken Aufträge hatte, sondern Peter hat einmal ein Handyspiel beworben, falls ihr euch erinnert, und dann war auch Schluss. Ich weiß nicht, ob das Management von Peter da so hinterher ist und ob das Management so ein Verhandlungsgeschick hat, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich persönlich glaube es nicht. Ich persönlich glaube, dass Peter Klein hier die Wahl hatte zwischen Promi Big Brother und Dschungelcamp. Bei Promi Big Brother hatte er vermutlich eine hundertprozentige Zusage und beim Dschungelcamp so, mal gucken, ja, kann schon sein. Und er hat dann halt das genommen, was am ehesten war, nämlich Promi Big Brother. Aber das Dschungelcamp 2024 wird für ihn nicht funktionieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da so große Ausnahmen gemacht werden. Auch bei einem Peter Klein nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sat.1 wird ja auch nach Promi Big Brother sich die Teilnehmer sichern für entsprechende Interviews etc. Das ist einfach zu knapp mit dem Dschungelcamp. Das funktioniert so nicht. Allerdings, so wie die Kollegen der AZ es geschrieben haben, die Wahrscheinlichkeit, dass Peter denn 2025, wenn denn die Öffentlichkeit noch an ihm interessiert ist, im Dschungel teilnimmt, die Wahrscheinlichkeit ist schon da. Allerdings glaube ich, muss Peter dafür dann auch ein bisschen was tun. Ich persönlich, wenn ihr mich fragt, finde, dass sein Social Media schon sehr arg ruhig geworden ist und man eigentlich gar nicht mehr so viel von Peter alleine sieht, wenn denn alles irgendwie mit Yvonne Wölke in der Koexistenz verlinkt, wo ich euch schon mal gesagt habe, finde ich persönlich irgendwie, keine Ahnung, ist immer ein komischer Eindruck entsteht dadurch, wenn irgendwie alle immer jeden verlinken und man aber mit der Story an sich gar nichts zu tun hatte. Das war so etwas, was mir auch schon aufgefallen ist. Und ich glaube, Peter steht jetzt vor der großen, großen Entscheidung, was macht er mit seinem Social-Media-Account? Startet er jetzt durch? Zeigt er jetzt mehr von sich und unterhält seine Fans? Er hat ja nicht nur Hater, er hat ja auch Fans. Oder aber bleibt er jetzt selber ruhig und wartet auf TV-Formate? Wie gesagt, bei Promi Big Brother hat es geklappt. Allerdings Dschungelcamp 2025, wenn überhaupt, da muss noch ein bisschen was passieren. Ansonsten wird Peter Klein, finde ich, ist meine persönliche Einschätzung, nicht genug polarisieren, um denn über anderthalb Jahre diesen Strudel, den er ja mit sich gezogen hat, das kann man ihm ja nicht absprechen, um ihn aufrichten zu können oder ihn mitzunehmen, glaube ich persönlich nicht. Aber es sind ja auch schon ins Dschungelcamp Menschen gezogen, die komplett aus dem Rampenlicht raus waren und die denn dann durch den Dschungel zu neuem Ruhm gekommen sind. Das kann natürlich auch sein und das ist vielleicht nochmal so ein kleiner Funke Hoffnung für jeden, der sich auf Peter Klein im Dschungelcamp gefreut hat.
2024 schließe ich persönlich komplett aus, aber 2025 besteht die Chance. Jetzt sind wir aber erstmal gespannt, was bei Promi Big Brother passiert, wie Peter Klein sich dort verhält und natürlich auch, wer seine Mitstreiter sind. Jilis ist schon bekannt, Patricia Blanco wird stark vermutet. Das sind so die drei, die oder die zwei, die bekannt gemacht sind. Und Patricia Blanco, wie gesagt, wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen dann öffentlich vorgestellt wird. Und dann, glaube ich, wird das auch ein sehr unterhaltsames TV-Format, zumal es ja auch einen 24-Stunden-Livestream gibt. Das heißt, man kann 24 Stunden Promi Big Brother sehen, wenn man das will, meine Lieben. Ich verabschiede mich jetzt, schon jetzt kurz meine Stimme für das 14-Uhr-Video. Da geht es nämlich dann hier heiter weiter. Und ich bin sehr gespannt, was sie dann zu dem Thema sagt. Bis dahin, alles mit Liebe, lasst es euch gut gehen. Ciao.